Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute steht das Thema Freiheit am Programm. Und zwar wollen wir uns den Aspekt anschauen, der dich daran hindert, dass du deine Freiheit überhaupt einmal zulässt. Und das sind oft so Familienkonzepte oder gewisse Strukturen, die du gelernt hast, die dir nicht erlauben, in diese Freiheit zu gehen. Jetzt versteht natürlich jeder mal was anderes unter Freiheit. Was bedeutet es denn, frei zu sein? Von meinem Standpunkt, vom energetischen Standpunkt aus, hat ja jeder Mensch eigentlich die Möglichkeit, alles zu tun und alles zu leben und zu erleben. Natürlich kann man jetzt sagen, von der Astrologie her, wir haben einen gewissen Plan, wir haben gewisse Talente, wir haben gewisse Anlagen, die wir besser entfalten und dann geht es uns auch besser. Was jetzt nicht so ist, dass ich sage, das ist jetzt unbedingt dieses Schicksalhafte, sondern das ist halt die Möglichkeit. Aber wir haben auch immer die Möglichkeit, dass wir versuchen, gegen unsere Anlagen zu handeln und dort entsteht dann irgendwann mal ein Leidensdruck. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, irgendwo nicht frei zu sein, auf einer Ebene nicht frei zu sein, dann kann es sein, dass du eben auf dieser Ebene auch gegen deine Veranlagung handelst. Und da werden wir schauen, dass sich das eben jetzt mal rausarbeitet und transformieren kann. Und ganz wichtig ist dabei einmal dieses Muster zu überkommen, ich habe das schon immer so gemacht, also mache ich es weiter. So diese typische Konditionierung und das ist schon einmal ein ganz großer Block, eine ganz große Blockade zum Thema Freiheit. Und da fangen wir jetzt auch gleich damit an, dieses ich habe das schon immer so gemacht, dass man das einmal bearbeitet und energetisch löst. Und immer, wenn man was energetisch lösen möchte, ist so Transformation, eine gute Frequenztransformation, nehme ich so in so einem violetten Licht wahr. Das ist so eine Mischung eben aus Rot und Blau, Rot und Königsblau. Und das arbeitet eigentlich ganz gut dann auf dieser Ebene der Konzepte und der Konstrukte, die wir so haben, arbeitet das ganz gut durch. Das heißt, wir beginnen jetzt einmal mit Violett. Und ich lade dich mal dazu ein, dass wir heute etwas anders anfangen mit der Meditation. Nämlich so, dass du dir vorstellst, du hängst dir einfach mal einen violetten Mantel oder so ein Cape um mit Kapuze. Also du stellst dir mal vor, du hast so einen violetten Umhang mit Kapuze und den hängst du dir mal um. Und dann schließe mal deine Augen und lass dieses Violett mal wirken. Also spür mal das Violett um dich herum. Sehr gut. Und dieses Violett spürst du jetzt einfach mal, spürst du, wie es um dich herum und in deinem Energiefeld wirkt. Und zusätzlich zu diesem Violett nimmst du jetzt deinen weißen Umhang und stellst dir vor, dass du so einen weißen Umhang über den violetten gibst, ebenfalls mit einer Kapuze. Und dieses weiße Licht ist ja das Licht von Reinigung und Neubeginn. Und du spürst jetzt auch, wie dieses weiße Licht wirkt, das violette Licht wirkt und wie das weiße Licht wirkt. Und dann geht es darum, wenn sich diese Konzepte lösen,
dann kann es natürlich sein, dass du ein bisschen verloren bist, ein bisschen planlos bist. Denn diese Konzepte kompensieren natürlich auch so ein bisschen diese Sicherheit. Das heißt, du schaust mal, dass du jetzt Urvertrauen, Klarheit und Sicherheit bekommst. Und das symbolisieren wir mal durch ein ganz ein kräftiges Karmesinrot. Ganz ein kräftiges Rot. Und da hängst du dir auch so einen Umhang um, so einen roten Umhang, leuchtend rot mit Kapuze. Und der gibt dir dann die Sicherheit, und auch das Urvertrauen und die Würde und die Stabilität und die Orientierung, damit du jetzt bereit bist, deine Freiheit auf allen Ebenen zu leben und auszudrücken. Ich bin jetzt bereit, meine Freiheit auf allen Ebenen zu leben und auszudrücken. Und du atmest jetzt mal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, wie du klarer und kraftvoller wirst. Und du spürst in dir jetzt auch, dass es bereit ist, dass du bereit bist, dein Freiheitspotenzial zu entfalten. Und dein Freiheitspotenzial ist ein weiß leuchtender Stern auf der Höhe deines Nabelchakras, deines Nabels, aber in deinem Inneren. Ein weißes Licht in deinem Inneren. Ein weißer Stern. Und dieses Licht breitet sich jetzt aus, reinigt jede Faser deines Daseins. Und du spürst, dass du voller Kraft und voller Klarheit bist. Und nun dürfen in diesem weißen Licht auch alle Kindheitsthemen, alle Konzepte der Kindheit gelöst werden. Sodass in dir dein unendliches Potenzial und deine unendliche Freiheit aktiviert wird. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass alte Einschränkungen, alte Verkettungen
von dir abfallen und dass du voller Klarheit und Zuversicht selbstbestimmt in deine Freiheit gehst. Das weiße Licht in dir verbindet sich mit einem weißen Licht am Horizont und du bist eingehüllt von diesem weißen Licht und atmest tief ein und wieder aus. Und du kannst natürlich jetzt, solange du möchtest, in dieser Energie bleiben, spüren, wie dich das weiße Licht berührt und weiter in die Freiheit bringt. Und wenn du das Gefühl hast, dass es für dich passt, dann atmest du noch einmal tief ein und wieder aus. Streckst dich durch, bewegst deinen Körper und kommst ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und bedankst dich auch nochmal bei deinen geistigen Helfern und Führern. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, fühl nochmal nach und dann öffnest du deine Augen. Und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und du spürst jetzt, dass diese Freiheit aktiviert wurde. Wenn dir diese Reise gefällt, das Video gefällt, dann lass mir einen Daumen hoch da, teile den Kanal und abonniere den Kanal. Und ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen in die Kommentare schreibst und wenn du ein Wunschthema für eine Meditation hast, dann schreib es einfach auch in die Kommentare. Ich mache gern mal ein Video dazu. Ich wünsche dir eine gute Zeit aus Linz. Ich bin Oliver Erreny und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und tschüss.